Hallo ihr Lieben, heute soll es noch meine Neuerscheinungen vom Dezember geben. Der November ist schon wieder wahnsinnig schnell rumgegangen. Ich habe im Dezember nur 8 Bücher gefunden, die mich so ein bisschen interessieren würden. Und die stelle ich euch natürlich heute vor und ich wünsche euch wie immer viel Spaß beim Video. Das erste Buch, was ich euch heute zeigen möchte, erscheint am 5. Dezember und heißt Es beginnt am 7. Tag. Von, jetzt muss ich nochmal ganz kurz gucken, Alex Lake. Es ist ein Thriller und ich lese euch hier mal ganz kurz vor, worum es geht. Und die Sonne verlässt mich schon wieder. Was ist das denn hier schon wieder mit dem Wetter? Erst deine Tochter und dann du. Der Albtraum einer jeden Mutter. Die 5-jährige Anna ist verschwunden. Als Rechtsanwältin Julia sie von der Schule abholen will, wurde sie entführt, ist sie tot. 6 Tage und Nächte voller Angst. 6 Tage voller Selbstvorwürfe. Am 7. Tag taucht das Mädchen wieder auf. Es scheint unverletzt und hat keine Erinnerung an das, was geschah. Julia und ihr Mann Brian sind unendlich erleichtert, bis Julia merkt, dass das Schlimmste für sie nun erst beginnt. Ich finde, dieses Buch hört sich sehr, sehr interessant an und ich hoffe, es hat eine coole Hintergrundgeschichte, weil ich sag mal so, niemand entführt dir einfach so aus höchsten Tollerei dein Kind und dann möchte derjenige, welche dich fertig machen. Da steckt bestimmt irgendeine coole Geschichte da dahinter und ja, deswegen habe ich mir dieses Buch auf jeden Fall mal mit aufgeschrieben und wie gesagt, Es beginnt am 7. Tag von Alex Lake, erscheint am 5. Dezember. Die nächsten beiden Bücher, die ich euch vorstellen möchte, erscheinen beide am 9. Dezember. Und zwar das erste Buch ist Der letzte Schwur von Nalini Singh. Das ist der 15. Teil der Gestaltenwandlerreihe. Und ich freue mich schon so riesig auf dieses Buch. Die Niki hat es vorab schon gelesen. Die hat es beim Vorablesen gewonnen und hat gesagt, dieses Buch ist ganz, ganz toll. Und deswegen freue ich mich umso mehr auf dieses Buch und auf die Geschichte. Und oh, I like it. Und ja, es wird mal wieder Zeit jetzt für den Gestaltenwandlerteil. Ich hatte jetzt 4 Monate kein Buch von der Gestaltenwandlerreihe gelesen, weil ich ja jetzt auf aktuellen Stand bin und deswegen freue ich mich, wenn das Buch jetzt erscheint und ich da mal wieder in diese Welt eintauchen kann. Ich kann euch auch hier nochmal vorlesen, worum es in diesem Buch geht. Die Geschichten an und für sich hängen ja schon irgendwie zusammen, können aber auch unabhängig voneinander ja gelesen werden. Deswegen erzähle ich euch hier auch mal, worum es in diesem Buch geht. Die Welt, wie sie war, gibt es nicht mehr. Mediale Gestaltenwandler und Menschen stehen vor schweren Entscheidungen, die die Zukunft ihrer Völker maßgeblich beeinflussen werden. Das Triumvirat verspricht eine neue Ära der Zusammenarbeit. Doch die blutige Vergangenheit und neue Machtansprüche scheinen den Frieden zu zerstören, bevor er überhaupt eine Chance hatte. Da wird ein Kind geboren. Ein Kind, das sowohl mediale Fähigkeiten hat, als auch die Gestalt wandeln kann. Schafft dieses Kind es, die Welt vor dem Untergang zu retten und den Schwur gegenseitigen Respekts und friedlichen Zusammenlebens zu bewahren. Wer die Gestaltenwandlerreihe kennt, weiß, wer dieses Kind ist. Und ich bin schon so gespannt auf die Geschichte und ich freue mich da schon riesig drauf. Und ja, es ist Nalini Singh und yay, I like it, I love it. Und ich werde es mir auf jeden Fall im Dezember gleich mitkaufen. Und ja, kommen wir zum zweiten Buch, was am 9. Dezember erscheint. Auch dieses Buch möchte ich auf jeden Fall gleich kaufen, wenn es kommt. Und zwar ist es mal wieder ein Jennifer Armentrout Buch und zwar Tempting Love, Hände weg vom Trauzeugen. Dieses Buch ist, glaube ich, eine erotische Geschichte. Es zählt, glaube ich, nicht mehr so ganz zu nur Adult, also zumindest die amerikanischen Cover, wenn man nach diesen geht, die sehen sehr stark nach Erotik aus. Ich kann euch ja das amerikanische Cover hier einmal kurz einblenden und ja, das deutsche Cover im Gegensatz dazu sieht da ziemlich harmlos aus und auch hier lese ich euch mal ganz kurz vor, worum es in diesem Buch geht. Schon immer ist Madison Daniels in den besten Freund ihres großen Bruders verliebt. Alle denken, dass sie und Chase Gamble das perfekte Paar seien, doch Madison weiß es besser. Erstens sind Beziehungen ein rotes Tuch für Chase und zweitens fliegen zwischen ihnen nur noch die Fetzen, seit sie in einer verhängnisvollen Nacht vor vielen Jahren die Grenze zwischen Freundschaft und Sex überschritten haben. Doch als die Hochzeit von Madisons Bruder ansteht, beschließen sie ihm zuliebe, das Kriegsbeil wenigstens für ein paar Tage zu begraben und das glückliche Paar zu geben, das alle in ihnen sehen, bis sie erfahren, dass das Hotel völlig ausgebucht ist und sie sich eine romantische Hochzeitssuite teilen müssen. Das verrät natürlich schon sehr, sehr viel von der Geschichte und es ist, denke ich mal, auch allen klar, worauf das Ganze hinaus am Ende hinauslaufen wird. Aber ich freue mich trotzdem auf dieses Buch. Es ist ein Jennifer Armentrout Buch. Es ist, glaube ich, wieder als Synonym J. Lynn veröffentlicht und es ist auch eine 3- oder 4-teilige Reihe, diese Tempting Love Reihe. Also es ist jetzt kein Einzelband, da kommt dann noch ein paar Bücher und da freue ich mich schon drauf. Und der zweite Teil, habe ich gesehen, ist auf Amazon auch schon vorbestellbar. Also man kann auch den zweiten Teil jetzt schon quasi sich angucken und ja, auf den Wunschzettel setzen. Das nächste Buch, was ich euch zeigen möchte, erscheint am 12.12. und heißt Leon und Claire, er trat aus den Schatten. Es ist eine Urban-Fantasy-Geschichte, würde ich sagen. Und ja, auch hier lese ich euch ganz kurz vor, worum es in diesem Buch geht. Paris hat eine dunkle Seite. Sie nennen sich selbst die Kämpfer der Schatten und haben der Stadt den Rücken gekehrt. Vom hellen Licht sind sie in das Reich der Dunkelheit hinabgestiegen, in die Katakomben tief unter Paris.
Unter ihnen lebt Leon, der magische Fähigkeiten besitzt. Er allein weiß um die Macht des Meisters der Finsternis, dessen Ziel es ist, Paris zu vernichten. Als Leon eines Tages der schönen Claire das Leben rettet, ist es um sie beide geschehen. Leon nimmt Claire mit in seine düstere Welt. Licht und Schatten verbinden sich. Doch das Glück der beiden ist nicht nur den attraktiven Adrian ein Dorn im Auge, der schon lange in Claire verliebt ist, sondern vor allem den Meister der Finsternis selbst, der seine ganz eigenen Pläne mit Leon hat. Schon bald werden die beiden Liebenden zum Spielball dunkler Mächte. Ich finde, das hört sich sehr, sehr interessant an und ja, mal gucken. Wie gesagt, erscheint am 12.12. Und meine Sonne ist weg. Wo ist sie hin? Ein weiteres Buch, was ebenfalls am 12.12. erscheint, heißt Luna von Ian MacDonald und es ist eine Science-Fiction-Geschichte. Und ich finde, auch die hat sich recht interessant angehört und hier lese ich euch auch mal ganz kurz vor, worum es in diesem Buch geht. Die Zukunft. Schon lange ist der Mond den Menschen zu einer zweiten Heimat geworden. Doch auf dem Erdtrabanten geschieht nichts, ohne dass die dort ansässigen rivalisierenden Wirtschaftsgiganten, die sogenannten Fünf Drachen, davon erfahren. Einer davon ist die Corta Helio Corporation unter dem Vorsitz der Patriarchin Adriana Corta. Als junge Frau musste sich Adriana in der brutalen Mondgesellschaft nach oben kämpfen und hat sich dabei eine Menge Feinde gemacht. Feinde, die Adriana und ihren Clan nun zu Fall bringen wollen. Und es verrät mir sehr, sehr viel über die Geschichte, was ich sehr, sehr gut finde, aber ich finde, es klingt trotzdem sehr, sehr spannend und ja, ich habe es mir auf jeden Fall mal mit aufgeschrieben. Es ist einfach mal, denke ich, was Abwechslungsreiches so für zwischendurch. Das nächste Buch erscheint am 15.12. und zwar ist das Fuchsseele von Niki Kiso. Das ist der dritte Teil der Fuchsreihe. Ich kann euch hier leider zum Inhalt nichts sagen, weil ich euch sonst spoilern würde, aber es geht halt immer noch um Maikaila und Sisandra, die nun mit ihrem Feind irgendwie zurechtkommen müssen und eine Lösung finden müssen für sich und ihren Stamm. Mehr kann ich zur Geschichte nicht sagen, weil wie gesagt, es ist der dritte Teil und die knüpfen alle direkt aneinander an und ich möchte euch nicht spoilern. Aber wie gesagt, das Buch erscheint am 15. Dezember und am 15. Dezember erscheint auch der Sammelband für alle, die es interessiert, wo die ersten drei Teile alle als Taschenbuch zusammen quasi erscheinen. Ihr wisst, was ich meine. Ein Sammelband halt, wo alle drei Teile in einem Buch sind. Und die Sonne kommt und geht und kommt und geht. Und das vorletzte Buch ist Hier musst du glücklich sein von Lisa Heathfield. Ich weiß nicht, ob man diesen Namen so ausspricht. Dieses Buch erscheint am 22. Dezember und auch hier lese ich euch ganz kurz vor, worum es in diesem Buch geht. Eine kleine Gemeinschaft, abgeschottet von der Welt. Hier ist Pearl aufgewachsen und hier fühlt sie sich sicher. Denn ihr Oberhaupt, Papa S., beschützt sie vor der vergifteten Welt da draußen. Doch als sich der gleichaltrige Alice und seine Familie ihrer Gemeinschaft anschließen, wird Pearls Weltbild auf die Probe gestellt. Alice wächst Pearl täglich mehr ans Herz und erscheint nicht an den Lehren von Papa S. zu glauben. Langsam wird auch Pearl klar, dass sie fliehen muss, um sich zu retten. Und ich finde, das hört sich wirklich sehr, sehr interessant an. Das klingt nach einer coolen Geschichte mit einem interessanten Ansatz, ein bisschen sektenmäßig und ja, finde ich auf jeden Fall sehr, sehr spannend und interessant und habe ich mir mal mit aufgeschrieben und gesagt, hier musst du glücklich sein, erscheint am 22. Dezember. Das letzte Buch, was ich euch zeigen möchte, heißt Insomnia von Jillian Hoffman und erscheint am 27. Dezember. Es ist ein Thriller und ich finde auch, das hat sich sehr, sehr interessant angehört und zudem finde ich das Cover echt cool mit dieser Schneeeule vorne drauf und ja, ich lese euch auch hier mal ganz kurz vor, worum es in diesem Buch geht. Sein Kopf fühlt sich an, als sei er in einen Schraubstock gezwängt. Er kann nicht essen, er kann nicht schlafen. Dann kehren die bösen Gedanken zurück. Und es gibt nur eins, was er tun kann, um sie loszuwerden. Verstört und mit Schnittwunden übersät, taumelt Mallory Knight in einer Bikerbar in Südflorida. Zwei Tage lang war die 17-jährige Schülerin spurlos verschwunden. Sie behauptet, dem Hammerman entkommen zu sein, einem Serienkiller, der bereits über ein Dutzend Teenager-Mädchen entführt und mit seinem schrecklichen Werkzeug zu Tode gequält hat. Aber als Special Agent Bobby dies Mallory befragt, verstrickt sie sich in Widersprüche. Kurz darauf wird ein weiteres Mädchen vermisst und Mallory muss erkennen, dass ihre Aussage fatale Folgen hat. Und ich finde, das klingt wirklich sehr, sehr interessant und ja, ich will ja auch ein bisschen mehr in die Thriller-Richtung endlich mal lesen, aber irgendwie habe ich bis jetzt noch nicht dazu gegriffen. Aber ich finde, es hört sich sehr, sehr interessant an und ja, wie gesagt, Insomnia erscheint am 27. Dezember. Das waren alle 8 Neuerscheinungen vom Dezember, die ich mir aufgeschrieben habe. Und ja, wie gesagt, Tempting Love und Der letzte Schwur werde ich mir auf jeden Fall gleich kaufen. Da freue ich mich schon wieder riesig drauf auf diese beiden Bücher. Und habt ihr schon von einem von diesen Büchern gehört? Dann schreibt es mir auf jeden Fall mal unten in die Kommentare. Und ja, ansonsten bedanke ich mich wie immer fürs Gucken und wünsche euch noch einen schönen Tag. Und ein Video kommt ja morgen noch. Und dieses Video ist ein kleines Advents-Special-Video. Ich habe mir Mühe mit dem Video
Video gegeben. Also ich habe es versucht. Ich bin jetzt nicht leider der Bastelkönig, aber es wird ein kleines DIY und ja, vielleicht gefällt es euch ja, vielleicht schüttelt ihr auch den Kopf und sagt, die Alte hat eine totale Macke. Ich bin auf jeden Fall gespannt. Ich bedanke mich an dieser Stelle wie immer fürs Gucken, wünsche euch noch einen schönen Tag und bis dann, macht's gut. Tschüss!